40.000 Bäume werden dafür jedes Jahr gefällt. Grüß Gott, mein Name ist Axel Meffert, ich bin Leiter vom Service Grid Bau und Stadtgrün und wir haben heute hier eine Anti-Littering-Aktion. Das läuft unter der Kampagne Let's Clean Up Europe. Es ist eine Aktion gegen das Littering, also gegen das Wegwerfen von dem Siedlungsabfall im öffentlichen Raum. Und insbesondere geht uns heute um die To-Go-Becher, um diese Mentalität, dass alles mit auf den Weg genommen wird, unterwegs entsorgt wird im öffentlichen Raum und um die Stadtsauberkeit. Ja, dass diese Littering-Produkte, also die To-Go-Becher, diese Abfälle, die im öffentlichen Raum entsorgt werden, das sind immerhin an die 100 Tonnen, die wir im Jahr im Stadtgebiet zusammenräumen, die wir aufheben, dass die vielleicht mit nach Hause genommen werden, dass man Wert drauf legt, dass wir Mehrwegbecher nimmt, dass man das Einweggeschirr, was auf festen Veranstaltungen irgendwo immer noch ein bisschen angeboten wird, zurücknimmt, dass man Achtung auf die Umwelt hat, dass man die Zigarettenkippen vielleicht in die Abfalleimer schmeißt oder in die Aschenbecher und dass man das wieder mit nach Hause nimmt etc. Deshalb bieten wir hier an, diese Einwegbecher, Asche zum Mitnehmen, die Einwegasche, wenn mal der Bedarf besteht, dann muss man es nicht in der Umwelt entsorgen. Das ist eine europaweite Aktion, an denen die Kommunen teilnehmen und es soll halt praktisch die Achtsamkeit auf die Umwelt erhöhen.